Ja, Lichtweltfreunde, willkommen auf dem YouTube-Kanal zu einem weiteres sogenanntes Spin-Trick zum Thema einen anderen Kampfstil, den habe ich euch ja jetzt auch jetzt angekündigt und der wird so aussehen. Erstmal mache ich das mit meinem sogenannten, dieses Lichtschwert hier, was ich mal gebaut habe, aus den sogenannten, Galeria-Taschenlampe, umgebaut als Lichtschwert. So, und das werde ich heute euch mal hier mal zeigen, wie es funktioniert. Und wir machen heute diesen hier. So, diesen Kampfstil. Man kämpft praktisch jetzt, wenn zum Beispiel frontal ist jemand so, man schlägt dann Schwert dann so. Und wenn er anders geht, dann geht man so und dann geht man so. Man haut wirklich, pfeffert richtig drauf. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach. Also ich denke mal, das wird auch ein kurzes Video. Ja, Prinzip, das Schwert nach unten, ne, der Griff unterseite nach oben. So, und dann geht der her. Ihr habt das Schwert von hinten, es ist hier hinten, ne, also hier, wie gesagt. Und dann zieht ihr das Schwert nach oben, über euch weg, nach unten. So, dann dreht ihr das Schwert mit eurem Oberkörper so ein bisschen auf, tiefer mit. Und dann geht das so. Und dann wieder gleich, wieder genau wie hoch. Rechtsseite hoch. Schwingt das Schwert nach hinten und dann wieder so. Und dann geht ihr mit. Und dann macht ihr erstmals langsam. Und dann geht ihr vielleicht mal ein bisschen schneller. Aufpassen auf Omas schöne Vase oder Opas schöner Fernseher. Ne, und dann geht ihr mit voller Wucht rein. Ne? So ist diesen Spin-Trick, Lichtschwert-Trick. Man sieht ja auch überall im Film zum Beispiel, wenn die dann frontal auf einen drauf haben, ging die so und dann ging die so und dann klatscht er richtig drauf. Das ist auch so ein Kampfstil, den ich auch ganz gut finde. Und nur mal gucken, ich sehe gerade, man muss ein bisschen auf mit meinem Schwert. Das wackelt ein bisschen in die Nähe. Aber es hält. Es hält sehr gut. Und ich finde auch, die Leuchtkraft ist extrem heller, finde ich, oder? Wenn man so überlegt. Ah ja, gut. Also, nochmals. Für alle noch einmal, bevor ich das Video ändere. Also, ihr geht. Schwert habt ihr hinten. Ich gucke mal eben ein bisschen, wie man die Kamera nach unten ziehen kann, damit ihr es besser sieht. So, nochmal. Ihr steht einen sogenannten Nichtschwertkampfmodus. Ne, der Gegner kommt auf zu. Vielleicht wollt ihr auch den verwirren. So, ihr zieht das Schwert dann. Es muss aber schnell gehen. Ihr zieht erstmal das Schwert nach oben. Über euch weg. Dreht das Schwert dann hier. Nach da hoch. Ne, so. Und dann zieht ihr das Schwert nach unten. Und dann geht es so. Hoch, runter. Dann wieder hoch, Schwert nach unten. Und dann versucht ihr das in einem sogenannten Schnellformat zu machen. Es ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Platz dafür haben, weil es ist nämlich, ihr merkt, ich stoße überall dran. Wenn man natürlich Platz hat, ist es effektiver. Und jetzt zeige ich euch das nochmal im Dunkeln. Viel Spaß. Ja, ich komme mit dem Finger anders an, den Do-Knopf.
So, ich habe gesehen, ich bin mit den Fingern angekommen. Wenn ich hier noch auf den Knopf drücke, hat eine leichte Funktion. Dann kann das natürlich passieren. So, das war's vom Video zum Thema einen weiteren Trick. Ich hoffe, auch das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, auch für ganz andere Sachen, nicht nur für das. Ne? Und wenn ihr was reinschreiben, also in meine Kommentare reinschreiben wollt, könnt ihr es machen. Natürlich sachlich bleiben. Wenn ihr Fragen habt oder mir einen Tipp geben wollt, nehme ich gerne an. Wir Fans sollen ja uns ja auch unterstützen. Ansonsten wünsche ich euch gute Zeit. Euer Mike, bis dann.